Und zugeschaltet ist mir jetzt Christian Hübenthal, der Herausgeber von Lagebild Sicherheit. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag, hallo. Herr Hübenthal, einige Zeit hat sich am Frontverlauf relativ wenig geändert. Jetzt hat Russland Luhansk, die Region, in weiten Teilen eingenommen, hat Donetsk in den Blick genommen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung, dieses sukzessive Vorankommen in den vergangenen Tagen? Das ist relativ unspektakulär sozusagen, dass sich ein Frontverlauf nach vorne, nach hinten verschiebt, ist in einem dynamischen Konflikt völlig normal. Man hat erklärt, dass die Russen ein noch viel größeres Potenzial haben an militärischen Ressourcen. So wurde es erklärt von russischer Seite. Ob das stimmt, weiß man nicht. Dass sie natürlich Nachschubkräfte mobilisieren konnten und jetzt auch dadurch in die Offensive kommen, ist völlig logisch. Die Frage, die sich jetzt ableitet, ist, was die Ukraine dagegen setzen kann. Und das ist in hohem Maße davon abhängig, was der Westen der Ukraine an Material und Ausbildung zur Verfügung stellt. Da gab es jetzt ja auch eine neue Meldung, 400 Millionen US-Dollar. In diesem Wert sollen neue Militärhilfen aus den USA, unter anderem auch Artillerie, mehrfach Raketenwerfer, HIMARS heißt dieses System, sollen jetzt auch noch mal geliefert werden. Kommt da jetzt so langsam wirklich etwas zusammen, diese modernsten Waffensysteme, wie es Volodymyr Zelensky genannt hatte, mit denen man dann eben doch vielleicht auch Gebiete wieder zurückerobern könnte? Das ist mit Sicherheit ein entscheidender Faktor. Bisher wurde der Ukraine insbesondere sehr flexibles, kleines Kriegsgerät geliefert. Mit dem können sie eine Offensivoperation sehr gut zum Erliegen bringen. Schultergestützte Waffen gegen Erd- und Luftziele. Aber sie können damit keine Gegenstöße einleiten. Und das ist eine Fähigkeit, die der Ukraine momentan noch fehlt. Da brauchen sie komplexere, modernere und schnellere Waffensysteme, Kampf der verbundenen Waffen. Und es scheint mir doch so, dass die Lieferungen, die jetzt in der Ukraine ankommen, dafür deutlich geeigneter sind. Wenn wir jetzt aber auf die russische Seite schauen, der russische Präsident, der gesagt hat, wir haben eigentlich noch gar nicht richtig angefangen in der Ukraine, der aber andererseits auch sagt, man brauche eine operative Pause. Was sagt das aus über den Zustand der russischen Armee? Ich glaube, der Zustand der russischen Armee ist eine der großen Überraschungen dieser gesamten Operation. Wir sehen, dass einerseits Russland über ein sehr großes Waffenarsenal verfügt, zum Teil auch über moderne Entwicklungen, über ein Nukleararsenal. Gleichzeitig hakt es in der Umsetzung. Kampf der verbundenen Waffen, moderne Aufklärung, elektronische Kriegsführung scheint für die Russen einfach nicht wirklich umsetzbar zu sein. Das heißt, es ist super schwierig jetzt hier abzuleiten, wie viel Säbelrasseln es und wie viel Potenzial es tatsächlich gibt. Meiner Einschätzung nach hat die russische Armee aber eher bisher ihre Möglichkeiten deutlich geschönt dargestellt. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der Präsident Putin überhaupt selbst ehrlich über die Fähigkeiten bzw. Mängel seiner Armee informiert ist. Sagt Christian Hübenthal. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank.